Ah, okay. Ich habe von der Arbeit bekommen. Mach dir keinen Stress, Kluder. Ich habe jetzt auf meiner Insel eh wieder einiges zu erledigen heute wahrscheinlich. Eins nach dem anderen. Oh, es gibt sogar heute wieder die tägliche Update-News. Schauen wir mal, was wir zu hören kriegen. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Samstag, der 21. März 2020, 6:11 Uhr. Heute gibt es keine Neuigkeiten, also gebe ich euch einen Tipp zum Leben in Squidtopia. Seht ihr euch beim Spazierengehen den Himmel oder die Landschaft an? Wir gehen den rechten Stick nach oben unten, um die Perspektive zu verändern. Das war alles, macht's gut. Wow, was für ein toller Tipp. Not. Was? In welchem Schild im Logo bei Animal Crossing? Das wäre interessant. Oh, ich habe Post. Wahrscheinlich meine Bestellungen von Noob Shopping, genau. Nachdenklich in die Tasche. Regenstiefel in die Tasche. Ah, den, warte mal, okay. Ich will erst Platz im Inventar schaffen. Aber die Gummistiefel kann ich doch jetzt schon mal anziehen. Wo sind sie denn? Tada! Muss ich meine Turnschuhe aber ablegen. Na gut. Okay. Auspacken. Bin ich gespannt, was das eigentlich ist. Platzieren. Das ist tatsächlich ein Bild? Hm. Na gut, ich hätte gehofft, das ist ein Lied. Oh gut, habe ich halt ein Bild gekauft. Der Seebarsch. Der Seebarsch ist neu, ne? Den muss ich zu meiner kommt später alles ins Museum Mauer hier stellen. Ach, das Museum wird so vollgestopft. Oh, guck mal, wie die Bäumchen schon gewachsen sind. Cool, oder? Und die Blumen auch ein bisschen. Der Birdrider sieht immer noch komisch aus. Perfekt. Alles wunderschön. Nein! Und ein Fossil gefunden. Ich warte bei jedem Schaufeln drauf, dass die Schaufel zerbricht. Ist jetzt noch nicht passiert. Cool. Wir haben Tiere aber kaum noch Platz, sich zu bewegen. Das wird schon wieder. Hallo, Mike, Screw, wie geht's? Das Hirn ist schon nicht mehr ganz aufnahmebereit. Nee. Das ist wirklich so. Das ist wirklich krass. Das habe ich vorher auch bei dem Witcher-Spiel gemerkt. Das ist wirklich krass. Muss ich der Cluedo mal schnell... Aber ich meine, ich sitze hier jetzt seit... Wie lange? Langer, langer Zeit. Ich glaube, ungefähr 1 Million Stunden. 18 Stunden. Oder? Ich glaube schon. Und spiele irgendwelche Spiele und rede die ganze Zeit. Wenn da mein Hirn noch voll aufnahmefähig wäre, wäre es fast unheimlich. Dann wäre ich so eine Art Super-Alien wahrscheinlich mit 2 Hirnen. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt 2 Hirne dafür brauche, aber wahrscheinlich wäre es so. Okay, ich schick Cluedo mal den Rock. Möchtest du eine Karte verschicken? Gerne. Alles klar, an wen möchtest du schreiben? Freund. Ich glaube, ich würde das Quatschen nicht mal 6 Stunden durchhalten. Ach ja, das geht schon. Wenn man sich so ein bisschen in Rage gequasselt hat, dann geht das von ganz allein. Genau, Ansilia, alles klar. Yo. Rock. Ach so, ich kann das da auch noch verändern.
Jetzt habe ich meinen Namen verändert. Jetzt weiß niemand mehr, von wem der Brief kommt, weil ich meinen Namen so umgebaut habe, dass ich jetzt quasi komplett anonym bin. Es ist genial. Sepuloniklo. Ein Ninja. Ach, verdammt. Jetzt kann ich den noch nicht. Ach, ich muss noch mal abbrechen. Ich muss den Rock erst auspacken, sonst kann ich ihn. Ach, ich kann ihn aufbewahren für später, oder wie? Möchtest du schon aufhören? Ich behalte die Karte hier, falls du sie weiterschreiben willst. Genau, das ist nett. Okay. Ja, ich glaube auch. Danke für den Besuch. Okay, jetzt schauen wir mal kurz. Ich muss das erst auspacken. Solange es nicht ausgepackt ist, können wir das nicht verschicken. Ein Kartenständer. Ich habe eine unvollständige Karte liegen. Genau, die würde ich gerne weiterschreiben. Wo sind denn hier bitte Satzzeichen? Okay. Jetzt hat's funktioniert. Na wunderbar. Cool. Also gut, die Zustellung beläuft sich dann auf eine 200-Sterne-Gebühr. Und dann können wir das machen. Ich kann die Sätze. Ich lies die Worte noch. Aber in meinem Kopf werden die Sätze falsch zusammengesetzt. Ah. Jetzt geht's los. Die Karte wurde verschickt. Vielen Dank. Wenn es jetzt noch regnen würde, ich wäre perfekt angezogen dafür. Schade, dass das Wetter so gut ist hier auf meiner Insel. Vielleicht haben wir Glück und es fängt noch an zu regnen. Wäre wunderschön. So, eine Flaschenpost haben wir vorher gefunden. An den Besitzer einer Gratisflasche. Hä? Das bin ich anscheinend jetzt. Es ist an der Zeit, die Jungspunde da draußen mit meiner genialen Bastenanleitung zu beeindrucken. Meine tolle Idee steckt in der Flasche hier. Wirst schon sehen. Halt dich ran. An die Arbeit, Alfredo. Bin ich gespannt. Regenschirmständer. Was für eine geniale Erfindung. Boah, endlich ein Platz, wo man seine Regenschirme unterbringen kann. Wow, ich bin begeistert. Das hat der Alfredo sich aber gut ausgedacht. Ich will mal schauen, wie der aussieht. Ah ja, wie ein Regenschirmständer. Wer hätte das gedacht? Aber ich glaube, so einen brauche ich jetzt nicht unbedingt gerade im Moment. Lieber mal zu Tom Nook und schau mal, was der heute wieder Schönes im Angebot hat. Hat schöne Sachen. Gehen wir erstmal an die Fundgrube. Vielleicht irgendwann verliert mal einer meiner tierischen Mitbewohner was und dann ist das da drin und dann freue ich mich. Aber wer weiß, ob nicht vielleicht nur Sachen da drin sind, die ich oder ein anderer Spieler. Dritter Tag in Folge. 100 Bonusmeilen. Yes. Bitte wählen einen der folgenden Service. Nook Shopping. Ich will mal schauen, was es hier gibt. Auch wenn wir das dann erst wieder morgen kriegen. Mr. Flamingo ist natürlich schon ziemlich super. Und der Balkonteich gefällt mir wirklich. Das ist eigentlich echt schön. Was für eine coole Brille. Und das Holla-Shirt ist auch nicht schlecht. Eine Jeans. Und KK Mambo. Gibt es eigentlich jeden Tag so ein KK-Bild? Wären schon ein paar nette Sachen dabei, aber jetzt nichts, wo ich sage, boah, das brauche ich unbedingt. Deswegen beenden wir mal. Schauen wir mal, was er hier direkt im Angebot hat. Aber erstmal verkaufe ich. Glaube zumindest, ich habe was zu verkaufen, oder? Mein Inventar ist so voll. Ich müsste fast was zu verkaufen haben. Aber ehrlich gesagt, nicht wirklich, ne?
Die Makrele kannst du haben. Bei der Gesichtswanze bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht, ne? Die habe ich noch nicht. Nee. Die habe ich noch nicht zur Seite gelegt. Dann habe ich nur die Makrele. Eine Makrele. 150 Sternis. Abgemacht. Machen wir. Ach so, jetzt zeig mal, was du im Angebot hast, bitte. Ein Picknickkorb und ein Grill. Und außerdem das gleiche wie gestern, das übliche, oder? Mein erstes Bastelbuch, Anleitung Schleuder. Hat sich leider nichts verändert, so weit. Naja, schade, okay. Oh, du möchtest also doch nichts? Dann sag bitte Bescheid, falls ich dir irgendwie anders weiterhelfen kann. Oh, Sepoloni, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen. Moment mal. Muss ich ihm noch mehr Lebewesen geben? Ich dachte, ich hab schon alle. Verdammt. Wie lange spielst du schon Animal Crossing? Gerade erst angefangen. Gerade eben im Grunde. Noch nicht lange. Jo. Geh ins Bett, mach's gut. Ich freue mich auch schon, mittags dann ins Bett zu gehen. Diese Angsthasenfische wollen sich wohl von meinem Kräfte messen mit mir drücken, hoppla hopp. Oh, kann das sein, dass ich Tom Luke gestern überhaupt nicht genug Lebewesen gegeben habe? Und deswegen kommt jetzt heute Eugen noch gar nicht. Das wäre ja schade, schade. Aber das könnte schon sein. Ich dachte auch, dass der am Anfang irgendwas von 5 Lebewesen gesagt hat. Aber nach dem ersten hat er dann schon gesagt, er zeigt das Eugen. Und deswegen dachte ich, ich brauche nichts mehr. Aber dann fange ich wohl noch ein paar, die wir doppelt haben. So wie den Kohlweißling. Und dann gebe ich ihm den auch noch. Den kann er auch noch haben. Die Schaufel nicht. Ah, da. Tausend Sternis. Quatsch. Hui, Sepoloni, schön dich zu sehen. Was macht das Inselleben? Hat man dir eigentlich schon vom schwarzen Brett? Ja, das hat man schon. In erster Linie hängen da. Ich weiß schon, Schlepp. Das kenne ich doch alles schon. Das hast du mir doch schon gesagt. Weiß doch Bescheid. Aber apropos, ich könnte mal ein schwarzes Brett schauen. Leider nichts Neues. Guten Morgen! Heute geht's rund, hoppla hopp. Ich hätte ja gehofft, dass hier auf der Insel mehr Überlebenstraining stattfinden würde, hoppla hopp. Eigentlich dachte ich, hier gäbe es schreckliche Dinosaurier, tägliche Taifune und explodierende Vulkane. Wäre auch nicht schlecht. Oder zumindest anders. Dein gestriges Abendessen hat dir Albträume bereitet. Was war denn dein gestriges Abendessen? So, dann gebe ich ihm jetzt mal noch mehr Lebewesen. Das ist wahrscheinlich leider notwendig. Dann habe ich das wahrscheinlich verplant gestern. Mhm, du hast noch einen Kohlweißling gefunden. Einer reicht mir. Also bekommst du den hier zurück. Du kannst ihn behalten oder verkaufen. Und irgendetwas Fensters nicht. Okay, okay, ich muss ihm neue Sachen geben.
Eine Dose Suppe. Und was war dann dein Albtraum basierend auf einer Dose Suppe? Das würde mich jetzt schon interessieren. Oh Mann, ich glaube, ich muss Tom Nook jetzt leider wirklich mehr Sachen geben. Mehr Liebewiesen geben. Ich glaube, das habe ich gestern verplant. Ich hätte ihm mehr bringen müssen. Aber dann kriegt er jetzt eben noch ein paar aus meiner Sammlung. Ich habe ja genug. Kann ich mal die aus meinem Zelt ein bisschen ausräumen? Oh je. Das ist ja auch schon wieder ein Kohlweißling, oder? Niemand braucht Kohlweißlinge. Niemand. Ach so, funktioniert die Ocarina auch? Auch nicht schlecht. Na gut, dann bringe ich ihm mal das, was ich jetzt in den Taschen habe. Das dürfte aber dann wirklich reichen. Ach, Manu. Was haben wir denn da noch? Zumindest keinen sehr fähigen Käferfänger haben wir hier. Ein Sandlaufkäfer. Nachdem ich dich gefangen habe, bist du erstmal nur Handlaufkäfer. Ja, Moment. Noch mehr kann ich gar nicht tragen. Mal schauen, was wir dafür wegschmeißen. Die Äste hier. Ah, vom Sandlaufkäfer zum Handlaufkäfer. Warum will der den Käfer denn auf den Handlauf schmieren? Ah. Ja. Sweet Tante! Danke fürs Followen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo. So, hier, Nook. Ich habe Lebewesen. Ich finde den Satz echt creepy, aber es steht da. Ich kann auch nichts dafür. Hab ein Lebewesen. Wunderbar. Was hast du denn? Hier, bitte. Ich habe einen Sandlaufkäfer für dich. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um einen Sandlaufkäfer. Dürfte ein Prachtexemplar. Dürfte ich dieses Prachtexemplar auch meinem Freund aus dem Museum zukommen lassen? Okay. Guten Morgen. Vielen Dank. Ich werde mich gut um den Sandlaufkäfer kümmern. Übrigens, hast du dich an einer Werkbank... Ja, ich habe schon viel gebastelt. Und ob, ausgezeichnet. Mir war schon aufgefallen, dass du Freude daran hattest. Dann also nur weiter so. In diesem Fall werde ich dir noch ein paar Bastelanleitungen auf deinem Nook-Phone schicken. Ja, ja, das ist cool. Da bin ich gespannt. Zuerst einmal für eine Axt, mit der du Holz von Bäumen schlagen kannst. Und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus dem Holz dann basteln kannst. So erweitert sich dein Bastelrepertoire mit einem Schlag ganz gewaltig. Ja, ja. Bitte bring mir auch weiterhin deinen Funde. Zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Was darf sein? Was liegt an? Ich habe Lebewesen. Ach ja, Animal Crossing. Ist euch aufgefallen, dass die Deutsch reden nur in extrem schnell? Ja, ja, die lesen wirklich die einzelnen Buchstaben ganz schnell hintereinander vor. Manchmal kann man sogar sowas Ähnliches wie ein Wort erkennen. Das stimmt, das ist echt witzig.
Du hast das Spiel gekauft, du warst dir doch sicher bewusst, dass du einem Haufen Lebewesen aus ihren freien Wildbahnen nehmen musst. Das stimmt. Das wusste ich von Anfang an. Dass die Buchstaben schnell digital vorlesen werden, konnte man schon im Nintendo DS-Titel Wild World begutachten. War das nicht schon beim GameCube so? Ich dachte, das war schon auf dem GameCube so, dass die Buchstaben einzeln sehr schnell vorlesen. Zumindest, wenn man was geschrieben hat, glaube ich, oder? Aber ich bin mir vielleicht. Ich dachte aber bin mir nicht sicher. So, ich habe noch einen Zitronenfalter für dich. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Zitronenfalter. Dürfte ich dieses Prachtexemplar meinem Freund aus dem Museum schicken? Okay. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Zitronenfalter kümmern. Dieses Mal habe ich übrigens auch eine richtige Belohnung für dich. Wieso, die Rezepte sind doch auch gut. Und zwar Papageientulpenzwiebeln. Das ist eine Probe unserer Wahn. Du kannst sie in der Erde einpflanzen, wo du möchtest. In ein paar Tagen später blühen dort hübsche Blumen. Probier es einfach mal aus. Und wenn es dir gefällt, wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Also da fand ich die Rezepte besser. Das GameCube-Spiel hast du nie gespielt. Ach so, doch, ich glaube aber, da war es auch schon so. Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde. Zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja. Ja. Mensch, das ärgert mich ein bisschen, dass ich das nicht gestern schon getan habe. Ich dachte echt, eins reicht. Hier ist noch eine Kugelassel. Eine Kugelassel dürfte ich die auch an meinen Freund schicken. Okay. Er sagt gerade noch, er schickt die zu seinem Freund. Und dann sagt er, ich werde mich gut darum kümmern. Aber ich meine, naja. Okay, ach ja, wegen der Blumenprobe, die ich dir gegeben habe. Eins musste ich noch erwähnen. Die da draußen ersprießenden Blumen sind robust und sollten auch ohne Pflege ganz gut gedeihen. Aber wenn man sie jeden Tag gießt, kann man sie züchten und kreuzen. Wenn man sie jeden Tag gießt, kann man sie züchten und kreuzen, um neue Farben zu erhalten. Inwiefern züchtet und kreuzt man denn die Blumen, wenn man sie gießt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Na gut. Ja. Ja, aber trotzdem, das sind ja nur die einzelnen Buchstaben, die vorlesen, sonst nix. Das geht doch am N64 gab es ja auch schon richtig Sprachausgabe und alles. Das ist ja eigentlich nicht so das Problem. Okay. Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst, mit der Gießkanne, für die ich dir gerade die Anleitung auf der Nuke-Phone geschickt habe. Mein Buchhalter würde mit dem Kopf schütteln, wenn sie wüsste, dass ich Sachen verschenke. Aber du hast schon viele Tierchen für mich gefangen und hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Bitte bring mir auch weiterhin deine Funde. Mach ich. Hab doch extra noch ganz viel für dich dabei. Und zwar ein Barsch. Oh, was für ein Fang, ein Barsch. Auch das darfst du deinem Freund zukommen lassen, aber nur, wenn du dich gut darum kümmerst. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Eugen, bist du das? Du rufst genau im richtigen Moment an, ja. Wie es mit dem Inselprojekt läuft, alles bestens, danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Squidtopia dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Einwohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Wie viel wir schon haben? Mal überlegen. 5 ganz wunderbare Exemplare haben wir schon zusammen. Und draußen steht noch ein riesiger Berg.
Ja. Was? Wirklich? Ja. Das wäre ganz fantastisch. Oh, Verzeihung. Ich habe gerade einen Kunden hier, also lass uns alles Weitere später besprechen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war ein alter Freund, Eugen, der das Museum leitet. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln und hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du mir diesbezüglich noch einmal helfen, Sepulini? Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden. Er braucht wohl reichlich Platz. Die Fläche sollte etwa so groß sein wie die von deinem Zelt. Ja, das geht ja einigermaßen. Wie aufregend. Das ist ein großer Schritt für unsere Insel. Ja. Ja, dann schauen wir mal, wo wir das Museum platzieren. Wenn das hier Platz hat, aber hier ist es fast ein bisschen eng, oder? Nee, geht auch gar nicht. Na, das ist vielleicht auch besser so. Aber in der Nähe vom Rathaus finde ich das gar nicht doof. Aber nicht so nah am Wasser. Die Bäume müssen weg. Da müsste ich jetzt wieder Kirschen essen und so. Ah. Dann stellen wir es vielleicht hier einfach irgendwo hin. Nein. Oder gehen die Bäume automatisch weg vielleicht? Das wäre cool. Ah, ja, dafür ein guter Platz. Ja, hier ist gut. Das nehmen wir. Finde ich gut. Damit steht der Ort für Eugens Zelt fest. Cool. Kann man hier noch schön durch. Ich rede mal nochmal mit Tom Nook, aber ich glaube, jetzt sind wir damit erstmal durch. Hast du die Stelle gefunden, wo Eugen sein Zelt aufschlagen kann? Ja. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für seine Anreise bereit ist. Übrigens, Sepuloni, sammelst du auch noch fleißig Nukmeilen? Es besteht natürlich keine Eile, aber irgendwann wirst du die Umzugsgebühren abzahlen müssen. Ich berate dich gern, wenn du Tipps zum Sammeln von Meilen brauchst. Sprich mich jederzeit an. Hey, ich würde die gern jetzt schon abzahlen. Ich habe nämlich Nukmeilen ohne Ende. Schauen wir mal, was wir für Rezepte bekommen haben von ihm. Feuer. Wiki-Fackel. Baumstammpfahl-Set. Ich verstehe, ein Vogelhäuschen. Auch nicht schlecht. Oh, ich könnte jetzt einen Holzspiegel machen. Fände ich auch nicht schlecht. Aber momentan bringt das alles noch nichts. Was darf sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen? Gerne. Es stehen noch 5000 Meilen aus. Ja, dann bezahle ich mal. Vielen Dank. Das macht exakt 5000 Meilen. Und damit ist deine Umzugsgebühr vollständig beglichen. Welch glücklicher Tag für uns beide. Ja. Du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte besser sein? Oh, das war keine rhetorische Frage. Lass es mich umformulieren. Wie gefällt es dir mit deinem Zelt? In deinem Zelt? Einfach spitzenmäßig. Wirklich? Das freut mich zu hören. Es ist schön, dass dir das Inselleben gefällt. Eines unserer Hauptziele war es, ein wahrhaftiges Utopia zu erschaffen und Profit zu machen. Aber wo wir schon davon sprechen,
Könnte es hier nicht noch schöner sein? Ich schätze, es ist an der Zeit, über den Bau eines Eigenheims zu sprechen. Ja, ja. Es gibt ein paar Hindernisse beim Bauen an einer solch abgelegenen Örtlichkeit. Und ich fürchte, dass sich das Überwinden dieser Hindernisse direkt auf die Baukosten auswirkt. Aber mit Nullzinsdarlehen und laxen Rückzahlungsvereinbarungen ist alles möglich. Also, Sepuluni, lass es mich wissen, wenn du Interesse an einem neuen Heim hast. Oh, eine Sache noch. Es gibt einen Service zum Einlösen gesammelter Nukmeilen. Im Nukportal kannst du für deine Meilen viele interessante Dinge erhalten. Schau es dir demnächst mal an. Ja, das mache ich. So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinem Inselleben. Dann warte, ich will über das Haus reden. Was darf sein, was liegt an? Ich bin ganz Ohr. Eigenheimberatung. Oh, Sepuluni. Hast du dich wegen des Erwerbs einer Immobilie entschieden? Bist du bereit für Komfort und Luxus? Zelten macht zwar Spaß, aber ein Haus bietet mehr Platz und hilft dir, Wurzeln zu schlagen. Ein Haus würde erfordern, dass du einen neuen Kredit in Höhe von 98.000 Sternis aufnimmst. Was sagst du? Bist du bereit für dein eigenes trautes Heim? Ja, bitte. Vielen Dank. Ich werde sogleich den Beginn der Baumaßnahmen veranlassen. Übrigens kannst du dir eine von 8 Farben für dein Dach aussuchen. Bitte wähle eine Farbe für dein Dach. Oh. Rot, rosa, gelb, schwarz, andere Farben. Es gibt noch 4 weitere Fragen. Farben. Blau, hellblau, grün, lila. Andere Farben. Ja, ich will gelb. Gut, dann wird dein Dach gelb. Wird erledigt. Oh, eine Sache noch. Hausbesitzer werden bei Nukmeilenprogramm automatisch hochgestuft. Kleinen Augenblick. Fertig. Ja, ja. Deine Mitgliedschaft ist jetzt auf einem neuen Stand, Sepuluni. Wenn du die App für die Nukmeilen nutzt, hast du Zugriff auf die Vorteile von Nukmeilen Plus. Mit Nukmeilen Plus lassen sich auf praktische Weise durch Erfüllen von Aufgaben Meilen verdienen. Naja. Okay. Die Details siehst du, wenn du die App startest. Also schaust dir ruhig mal an. Na gut, okay. Aber ist das nicht genau wie vorher? Das war erstmal alles von meiner Seite. Dein neues Heim sollte dann morgen fertig sein. Aufregend, hm? Hätte ich alles schon gestern machen können, aber ist auch gut. Was darf sein, was liegt an? Ich bin ganz Ohr. Eigenheimberatung? Ja, die Arbeit an deinem Haus müsste morgen fertig sein. Ich freue mich für dich, Sepuluni. Cool, dann schauen wir hier mal kurz an den Terminal. Das Nook-Portal. Wichtige Information. Ihr Konto ist nun mit dem Einlösen von Meilen registriert. Für das Einlösen. Wir wünschen viel Freude mit den zahlreichen Vorteilen von Nukmeilen-Programm. Vielen Dank. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services. Nukmeilen einlösen. Meilenticket. Ich kann mal mit dem Ticket auf eine Insel. Ich glaube schon, oder? Moment mal, die Designs Profi Edition. Oh, das klingt auch interessant. Alltagswerkzeuge A bis Z. Das klingt auch interessant. Werkzeugring, ein Muss. Ah, das sind richtige neue Features. Ich verstehe. Dann habe ich wirklich einen Werkzeugring. Ja, das ist wirklich sinnvoll. Ja, neue Frisuren, okay. Hier kann man mit den Meilen echt coole Sachen machen. Ein Tom Nook T-Shirt, auch sehr schön. Cooler Rucksack. Tapete, Boden, Teppiche. Okay, meine 6700 Meilen muss ich jetzt gut investieren. Ich hätte dafür gern auf jeden Fall Alltagswerkzeuge A bis Z. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Möchtest du 3000 Meilen für Alltagswerkzeuge? Ganz recht.
Ah. Hol dir den Werkzeugring. Das mache ich auch auf jeden Fall. Genau, wie ein Waffenrad. Das mache ich auch auf jeden Fall. Die Anleitungsdaten wurden auf ihr abgespeichert. Vielen Dank für die Nutzung. Da freut er sich. Jetzt kann ich Werkzeuge herstellen, die nicht so schnell kaputt gehen. Das wird mein Leben verändern. Okay, das ist cool. Willkommen beim Nook-Portal. Bitte wähle eine der folgenden Services aus. So ein Ticket würde mich auch interessieren. Oh, größere Tasche, sehr teuer. Designs-Profi und Frisuren würden mich auch interessieren. Kann ich mir aber gar nicht mehr alles leisten jetzt. Dabei dachte ich, ich bin superreich. So superreich auch wieder nicht, scheinbar. Auf jeden Fall mal den Werkzeugring, weil das ständige Durchwechseln der Werkzeuge ist schon ein bisschen nervig, wenn man ein paar Werkzeuge im Inventar hat. Und man hat immer ein paar Werkzeuge im Inventar. Deswegen ein Muss. Ihre Bestellung wurde gedruckt. Ach, so ist das. Alles klar. Ich habe gelernt, wie man Werkzeuge schnell wechselt. Ich kann draußen jetzt oben drücken, um einen Werkzeugring zu öffnen. Das testen wir nachher gleich mal, aber jetzt will ich nochmal ans Loop-Portal. Weil jetzt würde ich eigentlich. Ja, ich will so ein Meilenticket. Mitglieder bei Nook Plus können besondere Meilentickets erhalten. Details erfahren Sie am Flughafen. Möchten Sie 2000 Meilen für ein Meilenticket einlösen? Einlösen. Meilenticket wird gedruckt. Ihr Meilenticket wurde gedruckt. Bitte zeigen Sie es am Flughafen von Squicktopia vor. Möchten Sie noch etwas auswählen? Ja. Und zwar noch Profi-Designer. Dann sind wir pleite. 800 Meilen für Designs Profi Edition einlösen? Einlösen. Ihre Anfrage wurde bearbeitet. Bitte halten Sie Ihr Nook-Phone zur Übertragung der Daten bereit. Ihre App wurde aktualisiert. Vielen Dank, dass Sie das Nook-Portal genutzt haben. In der App Design wurde Profi-Funktion freigeschaltet. Der Weg zum Profi-Designer steht Ihnen nun offen. Okay, jetzt habe ich ganz schön viel zusammen an neuen Funktionen und Möglichkeiten. Ah, das sind jetzt Sterne bei meiner Ausrüstung. Ich glaube, obwohl die alt sind. Ach so, nee, oder heißt das vielleicht nur, dass die jetzt hier sind? Ja, das kann sein. Ah ja, das ist schon sehr praktisch hier, das gefällt mir. Muss ich aber trotzdem noch mal kurz reingehen und an die Werkbank schauen. An der Werkbank. Weil ich schnell schauen will, die neuen Werkzeuge und was ich sonst noch so machen kann. Ja, anschauen. Oh ja, eine Steinaxt und eine Axt. Eine richtige Axt. Eine richtige Schaufel, eine richtige Angel, ein richtiger Kescher und eine richtige Gießkanne. Das ist doch gar nicht schlecht, oder? So, bevor ich jetzt dieses Ticket benutze, dieses Reiseticket, sollte ich vielleicht aber wirklich mein Inventar nochmal ausleeren ein bisschen.